Aloha, meine Lieben, und willkommen zur Episode 6X von 7 Days to Die. Queen Edition, Alpha 14, Alone Edition vor allen Dingen. Und wir stecken mitten in Reparaturmaßnahmen nach der Feralnacht. So, sie haben hier etwas gewütet. Kann ich das jetzt da... Ja, sehr gut. So, wir wollen jetzt hier nämlich zumindest das Gröbste erstmal wieder aufbauen. Damit wir hier wieder auf der sicheren Seite sind. Ups, nein. Ich wollte den Barbed Wire hier runterziehen. So. Okay, dann haben wir den hier wieder. Da packe ich den auch nochmal wieder hin. Hier packe ich den auch mal wieder hin. Ab wo? Da, 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 da. Ja, das machen wir gleich hier wieder vernünftig. Hier, hier und ja, den Rest machen wir gleich hier. Das können wir auch nochmal ziehen. So. Gut. Dann brauchen wir noch weitere von diesen Flöcken hier. Ja, hier haben sie schon was weggehauen. Ja, wir brauchen so viel Eisen. Wir haben auch nicht mehr so viel Eisen in der Forge. Das wird schon schwierig, das hier alles wieder. Ne? Dann müssen wir mal gucken, wie wir das machen. Ah ne, ich muss hier erstmal den Barbed Wire draufsetzen. So, so. Und so. Jetzt haben wir ihn überall. Der sieht sehr kaputt aus hier, der Barbed Wire. Ist er aber nicht. So, und dann können wir jetzt hier... Also das ist relativ schnell wieder repariert. Das finde ich sehr gut. Zumindest so in der Ausführung, wie es auch genau vorher war. So, hier müssen wir jetzt mal aufpassen. Hier müssen wir... Nee, komm, die schlagen wir hier nochmal weg. Dann kann ich da... Ja, ich weiß, die sind intakt, aber... dann kann ich hier besser reparieren. Sonst, okay, wie viel Zementmix habe ich denn noch? Ja, okay, dann kann ich hier zumindest die erste Reihe mal. So, machen wir das so. Hier auch noch. Ja, das Ziel, das ganz große Ziel, ist irgendwann alles hier in Stahl, mit Stahl ausgelegt zu haben. Aber da ist das Reparieren halt auch einfach total teuer. Wir müssen mal gucken, wie wir das machen. Ich überlege, ob ich hier noch eine dritte Reihe Woodlock Spikes vorsetze oder... Nee, ich glaube, wir machen die normalen Spikes. Oder? Komm, wir machen normale. Das bappen wir jetzt hier überall hin. Dann haben wir quasi schon alles repariert. Also ich finde, das ist für eine... Feralnacht mit so vielen Ferals auch ganz okay gelaufen. Wir hatten jetzt nicht wirklich die Gefahr, dass die uns so die Hütte einschlagen, dass die bei uns drinstehen. Also nicht wirklich. Aua. Ja, oder? So. Ey,
Ey, wenn ich mir überlege, wie spät das schon wieder ist, ne? So, dann setzen wir die hier schon mal. Und dann setzen wir hier noch die Dinger. Und dann verbessern. Ach, jetzt habe ich hier einen falsch gesetzt. Egal. So, und wie muss ich das jetzt hier machen? Hier ist jetzt überall Barbed Wire vor. Okay, dann kommen hier die normalen Spikes hin. Ja, und genau prompt da, wo keine Flutlichter waren, ne? Das war auch klar, oder? Aber wie gesagt, ich finde, es hat gut gehalten. Okay, dann brauchen wir auch noch neue Barbed Wire Fences. So. Oder wir machen jetzt. Nee, komm. Wir machen jetzt hier. Und dann packen wir da Barbed Wire drauf, weil ich habe jetzt kein Material mehr für Fences. Und das ist ja ungefähr der gleiche Effekt. Dann sehe ich es zumindest auch. Kommt Samantha da? Habe ich das richtig gehört? Oder? Wie viel Eisen habe ich denn noch? Ich mache mal nur zwei Stufen. Also zwei Metallstufen. Holy Mama. Dann haben wir alles wieder repariert, meine Lieben. Also, ich finde, das ist machbar, oder? Also, wenn wir jetzt von 4 Uhr morgens ausgehen mit quasi Bestandsaufnahme und dann noch Reparaturen, dann so ungefähr 7 Ingame-Stunden. Das ist völlig okay für eine After-Feral-Nacht-Bestandsaufnahme. Okay, das sind jetzt ein bisschen abgefahrenere Rebar-Fences. Nein. Nein, einfach nur nein. Jetzt habe ich den da wieder vorgesetzt. Es klappt nicht immer so, wie man es gerne hätte. Ja, wie gesagt, es ist sehr teuer, das hier alles instand zu halten. Ich glaube, wenn wir nochmal eine Tour machen, dann müssen wir nochmal ein paar von diesen Steinen mitnehmen. So, es ist repariert. Es ist alles zum. Naja, hier fehlt noch was. Es ist alles fast im Originalzustand wieder. Ein Glück hatten wir noch so viel Eisen. Und dann kann ich wenigstens jetzt beruhigt, weil ich eigentlich möchte ich gerne nach einer Feralnacht, wenn man davor schon wieder so viel an der Verteidigung getan hat, möchte ich eigentlich nach einer Feralnacht wieder scavengen gehen. Aber es ist natürlich auch vernünftig, seine Verteidigung wieder aufzubauen, weil wenn du dann zwischendurch eine Horde hast und hast dann so eine riesen fette Lücke irgendwo drin. Weil die Ferals und oder die ganze Feral-Horde das alles zerschlagen hat, dann ist das natürlich dumm. So, dann gucken wir jetzt einmal noch mal kurz oben. Oder? Also, was meint ihr denn? Wir sind doch ganz gut da durchgekommen. Ich glaube, ich muss hier hinten so ein bisschen. Genau. Weil mich hier der Polizist getroffen hat. Na? Ich sehe das immer, aber dann repariert er nicht, weißt du? Oh, ich habe nur noch 5 Forged Iron. Da müssen wir Neues. Aber es läuft ja schon unten durch. So, jetzt haben wir alles. Hier unten sieht es auch wieder gut aus, als wäre nichts gewesen. Ich bin zufrieden. Na, das ist natürlich doof da unten. Nee, aber egal. Doch, ich bin schon zufrieden. Das war, das hat dann doch erfreulich gut geklappt. Und,
Nee, eine Challenge konnten. Also, was muss ich jetzt hier alles? Bloated Walker habe ich ein. Infected Survivor, Festering Kadaver. Was heißt das? Kill Rotting Carcass. Gibt es da so viele verschiedene? Das war mir nicht bewusst. Aber nun gut. Okay, wir brauchen auf jeder Seite drei. Das heißt, ich brauche hier noch eins, zwei, drei, vier, fünf. Fünf brauchen wir noch. So, meine Lieben, jetzt können wir. Den Teil schlage ich da, glaube ich, auch weg. Das macht keinen Sinn, diese. Und hier fehlt ja auch noch voll viel. Was habe ich mir hierbei gedacht? Hä? Da muss ich zumindest noch so diese Woodlock Spikes ziehen. Komme ich da jetzt irgendwie elegant rein? Ja. Also elegant, weil es ist jetzt, da kann man sich drüber streiten, aber ich bin reingekommen. Das ist die Hauptsache. So. Dann baue ich hier noch zumindest das zu. Dann dürfte unser Eisenvorrat auch, ja, so gut wie weg sein. Dann bauen wir das hier auch noch. Ist hier mal eine Horde durchgekommen und ich habe es nicht gecheckt. So eine komische Lücke würde ich doch nicht einfach so stehen lassen, oder? Würde ich? Würde ich? So, dann machen wir das hier mal so ein bisschen. Ja, nicht idiotensicher, aber. Klar. Oh, jetzt friert die schon wieder. Ich raste hier ein bisschen aus, muss ich sagen. So. So. Meine Lieben. 12 Minuten nehmen wir erst auf. Okay, das ist. Ja. Die hätte ich auch reparieren können, aber egal. Jetzt ist alles wieder. Jetzt kann ich beruhigt. Also, es würde theoretisch sogar für die nächste Feralnacht stehen, finde ich. Alles klar. So, wir räumen jetzt mal kurz Schissel weg. Boah, Leute, wir haben super viel Bones. Bones. Jetzt räumen wir erstmal ein bisschen was weg hier. Hier kommt das Zeug rein. Dann kommen hier noch die rein. Dann komm, ich tue hier auch die Reba-Frames alles an. Das macht keinen Sinn. Hier kommen noch mal Iron Fences rein. Hier packen wir rein noch Woodlock Spikes. Woodlock Spikes und der Barbed Wire kommt hier rein. Kommt das nach unten, dann kommt das nach unten. Ja, jetzt habe ich schon wieder keinen Stil mehr, ey. Wahnsinn, wie ich das gerade einfach nur verkackt habe. Nee. So, das kommt hier rein. Ah, das Repair Kit kommt hier auch erstmal rein. Das kommt da rein. Das kommt nicht da rein. Dann trinke ich noch mal was. Kann ich nochmal was trinken? Kann ich? Nochmal. Dann essen wir nochmal was. So, dann kommen die da rein. Jetzt sind wir voll. Der wärmt mich etwas, der Stu. Alles klar. Okay. Dann
Kommen hier jede Menge Plant Fibers rein. Davon haben wir jetzt auch unten. Können wir die Leute mit tot schmeißen. Wo kommt denn das Fett hier nochmal rein? Warum auch immer hier rein? So, meine Lieben, ich gehe kurz nochmal nach unten. Und nehme mir zumindest nochmal 4 Forged Steel mit. Ach Quatsch, brauchen wir nicht. Das machen wir in der Nacht. Schwachsinn. So. Jetzt können wir los. Wohin? Erstmal die Kiste holen. Das machen wir mal. Haben wir genug Benzin? Ja, wir gucken mal, dass wir nicht so super weit wegfahren. Erstmal. Aber wir haben ja auch schon 13.24 Uhr. Oh, geil. Das Minibike ist ausgegangen. Oh, wow. Oh, hier haben wir uns aber jetzt einen Parcours gebaut, du. Hä? That escalated quickly. Jetzt schneit das hier schon wieder. Ey, wir sind doch in so einem Bermuda-Dreieck gelandet. In so einem Wetter-Bermuda-Dreieck. Oh, Burnt Forest. Da ist mir letztens was passiert. Hier musst du aufpassen wie ein Motherfucker, dass du nicht mit dem Minibike durch solche Glut-Dinger fährst. Da bin ich nämlich innerhalb von einer Minute gestorben. Also Burnt Forest mit Minibike und dann nicht auf der Straße, sondern querfeldein. You can kiss your ass goodbye. Deswegen fahre ich jetzt hier total langsam. Falls ihr euch fragt, what the hell? Jetzt hat die schon so ein Ding. Aber ich habe keinen Bock. Du hast keine Chance, da lebend aus der Nummer rauszukommen, wenn du einmal durch so ein Fackelding da gefahren bist. Ich weiß nicht, ob die auch schon reichen. Ich fahre da mal lieber drum rum. Eigentlich nur diese, wie die so ein bisschen aussehen wie Lagerfeuer, aber man weiß ja nie. Oh Mann, wo ist denn diese Kackkiste, ey? Ja, das war voll unschön. Und das Geile war, ihr hattet mich ja schon davor gewarnt und ich hab's halt. Oh, ist ja interessant hier. Und ich hab's halt einfach null get. Wo ist sie denn? Da hinten? Oh oh. Okay. Oh oh. Ey, ich bin so konzentriert hier gerade. Oh. Oh. Ey, wieso sterben die denn alle nicht? Boah, die kommen irgendwie total aggro vor. Also ich meine, klar, aber noch aggroer als sonst. Empty. It's fucking empty. Ah, guck mal. Das war also ein Kill Infected Survivor und. Ah, okay, das waren nochmal zwei. Kiste ist da hinten. Ich laufe da jetzt mal hin. Erstmal gucken wir hier. Ja, diese geilen, völlig unnützen. Empty. It's fucking empty. Okay. Wie weit weg ist denn die Kiste? Ich sehe sie da hinten. Nee, da fahren wir jetzt aber trotzdem mal eben hin, sonst finde ich gleich mein Minibike nicht mehr wieder. Was haben wir da denn? Dann lesen wir das doch mal. Und dann lesen wir das. Und dann nehmen wir das alles auf. Dann können wir das lesen. Nein, das haben wir schon gelesen. Dann scrappen wir das mal eben. Das scrappen wir auch.
Das scrappen wir auch. Nein. Scrap. Okay. Das kann weg. Jetzt wird der schon wieder warm, weißt du? Wo sind wir denn jetzt? Oh, hier ist noch eine Kiste. Wo? Ach, guck mal, dann holen wir uns die zweite doch auch mal eben. Ich fahre nicht durch den Burn Forest. Ich fahre jetzt hier, solange es geht, an dem... Ich glaube, die liegt im Burn Forest, ne? Ja. Jetzt heißt hier wieder absolute Vorsicht. Oh, das ist zu viel für meine Nerven, Leute. Können in so Kisten... Da rechts. Können in so Kisten eigentlich auch Calipers drin sein? Ich glaube, das habe ich schon hundertmal gefragt. Ich glaube, ich habe aber noch nie eine Antwort bekommen. Oh, da hängt sie. Wie hängt sie denn da? Aha. Ja. Jetzt haben wir alles, was wir brauchen. La 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 la. Meine Lieben, du hast mir sehr viel geholfen, danke. Jetzt machen wir aber ein. Habe ich überhaupt genug Zeug dabei? Das wäre jetzt geil. Spiked. Klar. Nein, ich habe nicht genug dabei. Doch, ich brauche nur Holz. Geil. Spike Club. Es reicht aber so gerade, ne? Alter Schwede, das können wir scrappen. Wo ist er? Mein Spike Club. Boom. Oh, da kriege ich Kohle raus. Auch witzig. Ah, good to know. So, Spike Club. Boom. Jetzt macht es nämlich Genickbruch, wenn ich die kleinen Schweinchen hier damit dötsche. So. Karte auf. Ich wollte ja eigentlich ins Schneegebiet. Ne? Wie spät haben wir denn jetzt? Nee, Schneegebiet. Ich drehe mal. Heatstroke. Ach, weißt du was? Hey. So, jetzt hat sie eigentlich bis auf den Helm nur Klamotten an, die sie kühl abkühlen. Jetzt soll sie sich mir mal nicht anstellen. Ich möchte wieder in das andere Gebiet rein. Ja, du kühlst dich doch jetzt schon runter. Jetzt mach hier doch nicht so einen Aufstand, Fräulein. Bisschen dramatisch veranlagt, die Gute. So, ich möchte jetzt hier mal ein bisschen erkunden. Weil hier scheine ich noch gar nicht gewesen zu sein. Was ist denn das hier? War ich hier schon? Nö. Dann, jetzt erstmal hier unseren Spike Club ausprobieren. Baum! Und du auch, mein Freund. Zack! Empty. Fucking empty. Wir gehen da mal rein. Keine Ahnung, was das ist. Ich muss hier erstmal Schüssel reinpacken. Ja, ja, ihr kommt alle dran. Das können wir theoretisch wegwerfen. Das können wir theoretisch auch wegwerfen. Das können wir theoretisch auch wegwerfen. Okay, da kommt noch einer. Ich weiß nicht, das scheint einfach nur so ein altes Gebäude zu sein. Oh, hier kommen ein paar raus. Oder ist das so eine Art Fabrik? Habt ihr das gehört? Dem ist gerade das Rückgrat gebrochen. Und... Das nehmen wir gerne mit. So.
So, hier möchte ich dann doch mal reingehen. Spike Club ist gut. Meine Lieben, 25 Minuten. Oh Gott, ich glaube, ich nehme noch eine auf. Dann ist schon wieder 3 Uhr nachts. Aber egal. Ich nehme jetzt noch eine auf und wir sehen uns gleich wieder. Bis dann. Aloha.